Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zu einem Stallvlog, denn mir ist aufgefallen, das habe ich schon ziemlich lange nicht mehr gemacht und deswegen dachte ich mir, nehme ich euch heute einfach mal mit durch meinen Stallalltag. Heute auf dem Plan steht erstmal Misten, dann wollte ich mit dem Johnny eine Runde ausreiten gehen und den Beethoven als Handpferd mitnehmen. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, da heiße ich Sandras Western Horse, wisst ihr vielleicht, dass der Beethoven aufgrund eines Hufgeschwürs eine relativ lange Pause hatte. Und daher sieht er muskulär noch nicht ganz wieder so toll aus, wie ich das eigentlich von ihm gewohnt bin. Deswegen trainiere ich ihn momentan an. Und da sind wir schon fleißig dabei mit Longieren und Spazieren gehen. Und dann wollte ich mich nächste Woche mal wieder draufsetzen. Deswegen geht er heute als Handpferd mit. Ich werde das mal ausprobieren. Ich habe das schon länger nicht mehr gemacht mit den Zweien. Und ja, dann werde ich den Foxy noch ein bisschen reiten. Und eine Stangenübung mit ihm machen, die ich gestern schon auf Instagram vorgestellt hatte, wo ich euch ein paar Ausschnitte mit dem Johnny gezeigt habe. Und da wollte ich jetzt mal versuchen, heute da ein bisschen was mit Foxy zu filmen und ein bisschen zu erklären. Die Übung habe ich mir nämlich gestern so ausgedacht und ich fand sie eigentlich ganz cool. Und ja, jetzt quatsche ich nicht lange weiter. Los geht's in den Stall. Hallo. So, angekommen. Offensichtlich. Eigentlich hatte ich ja vor, erst zu misten und dann zu reiten. Aber da der Johnny schon mal hier unten steht, werde ich mir den jetzt schnappen und putzen. Und dann geht es erst ausreiten und dann wird gemistet. Vielleicht mache ich vorher auch noch den Foxy und miste dann. Wir werden sehen. Aber jetzt erstmal, hallo Johnny. Hallo. Wollen wir ausreiten gehen? Ja, den schnappe ich mir jetzt, bevor er abhaut auf die Wiese. Ich bin jetzt los mit den Jungs. Ich filme euch das jetzt mal kurz mit dem Handy, weil ich die Kamera nicht noch mitnehmen wollte. Da ist der Beethoven. Beethoven hat auf allen Vieren Hufschuhe an, weil die Steine hier, die Wege hier ziemlich steinig sind und ich nicht möchte, dass hinten was ausbricht. Eigentlich reicht sonst immer meistens vorne Hufschutz. Der Johnny hat nur vorne Hufschuhe drauf, aber mit dem Loch in Beethovens Hinterhuf möchte ich da nichts riskieren. Und entschuldigt bitte die Kameraführung. Nein, nicht entschuldigen, Beethoven, doch. Wir gehen jetzt eine Runde. Ich denke mal, wir brauchen so ein Stündchen. Ja, fleißig Schritt, vielleicht ein kleines Stück Trab. Mal sehen, wie die Jungs drauf sind. Wir sind mittlerweile im Wald angekommen. Und wir sind eben auch ein ganzes Stückchen getrabt. Das haben die beiden echt super gemacht. Ich bin mit dem Handpferdereiten immer ein bisschen... Sehr lieber ein bisschen vorsichtiger mit schnelleren Gangarten, weil ich bin jetzt halt nicht so der krasse Handpferdeprofi, dafür mache ich es einfach viel zu wenig. Und dafür machen die zwei das auch viel zu wenig, aber ich bin richtig zufrieden. Der Beethoven ist richtig schön
brav mitgetrabt. Das war auch ein Weg, wo die gut nebeneinander herlaufen können. Hier ist halt mit den Steinen so ein bisschen doof. Auch wenn sie Hufschuhe drauf haben, möchten sie halt beide eher am Rand oder in der Mitte gehen. Deswegen laufen sie manchmal so ein bisschen hinterher. Aber es ist im Beton gar kein Problem, weil der hängt gar nicht im Strick. Und das ist auch gar nicht schlimm, dass er jetzt so dicht am Johnny ist. Die kennen sich ja jetzt schon ewig. Und der Johnny macht da gar nichts. Ja, ich bin auf jeden Fall richtig happy, dass das so gut klappt. Auch wenn es vielleicht für viele, die das regelmäßig machen mit Handpferdreiten, eine Kleinigkeit ist. Für mich ist das gerade was ganz Tolles. Ja, Johnny, das ist ein Baumstumpf. Ein Baumklotz. Der wird dich nicht töten. Ich glaube, der Beton macht auch echt Spaß. Auch wenn er gerade nicht so aussieht. Eben gerade beim Traben hat er auch richtig schön abgeschnaubt. So, und hier kann man auch nochmal sehen, dass der Beton auch durchaus weiß, wenn der Boden es hergibt, dass er neben uns laufen soll und nicht hinter uns laufen. Da muss man jetzt bei ihm natürlich aufpassen, dass er nicht schnabuliert da. Na, kleiner Mann. Ja, ich hab's noch gesagt. Fahren ist nicht gesund für Pferde. Wir sind wieder zurück von unserem Ausritt und ich habe euch ja ein paar Ausschnitte während des Ausrittes mit dem Handy gefilmt und ich muss sagen, ich bin richtig, richtig happy. Bär, nicht fangen. Die Jungs waren richtig, richtig toll. Ihr habt euch richtig gut benommen, ne? Wir haben das ja schon echt lange nicht mehr gemacht und wir sind sogar getrabt, ohne Probleme. Ja, jetzt mache ich, die Jungs fertig, dass sie wieder auf dem Paddock können. Und dann werde ich vermutlich doch erst misten, bevor ich einen Foxy reite. Auf jeden Fall ein Teil. Dann kann ich dem Foxy nämlich noch mal eine halbe Stunde vorm Reiten die Magnetfelddecke drauf tun. Ja. Also der Plan komplett anders als ursprünglich, aber egal. Der Foxy hat jetzt sein Magnetfeld gemischt und Decke an. Und das bleibt jetzt eine halbe Stunde drauf. Deshalb kann ich dann ein bisschen misten. Und danach reiten wir. Und dann miste ich den Rest. Die Jungs haben hier natürlich auch wieder alles gegeben. Man merkt es halt doch, wenn sie jetzt nur noch 4-5 Stunden auf der Wiese sind und den Rest hier unten stehen. So, jetzt werde ich mal loslegen mit dem Misten. Vielleicht weiß ja der ein oder andere von euch, dass wir hier im Stall zwei Herden haben. Einmal die Herde, wo unsere Jungs stehen und dann nochmal eine Herde, die hier hinten auf dem Paddock steht. Ansonsten war das immer so geteilt, dass jede Gruppe für sich gemistet hat. Wir haben uns das jetzt aber überlegt, dass es doch ein bisschen praktikabler ist, wenn man das zusammen macht, weil hier stehen 6 Pferde. Das heißt, pro Pferd ein fester Misttag und einer wird rotiert. Das ist für uns halt schon eine Erleichterung. Sonst haben wir ja 7 Tage die Woche gemistet, beziehungsweise 6. Oder im Rhythmus, weil ja noch eine Stute bei unseren Jungs mitsteht, die nicht uns gehört. Und jetzt haben wir halt unseren festen Misttag und einer, der rotiert. Das ist natürlich deutlich mehr pro Misttag jetzt, wenn man dann hier für 2 Pferde mehr mitmisten muss. Aber dafür hat man dann halt jetzt auch 3 Tage auf jeden Fall mistfrei und einen Tag dann immer mal wieder mistfrei. Und ja, jetzt lege ich mal los. Mal gucken, wie weit ich in einer halben Stunde, wo die Magnetfelddecke auf dem Foxy drauf liegt, komme. Und sonst mache ich den Rest danach.
mein halbe Stunde Timer hat jetzt gebimmelt und ich bin echt zufrieden, wie viel ich geschafft habe. Manchmal mache ich das ganz gerne, dass ich mir so einen Timer stelle und ein bisschen gegen die Uhr misste. Dann ist man doch meistens ein bisschen schneller, ein bisschen motivierter. Also ich habe jetzt hier vorne ein bisschen gemistet auf dem Paddock. Ne, Foxy? Ein bisschen habe ich schon sauber gemacht bei euch. Aber hier liegt noch ein bisschen was. Das mache ich dann, wenn ich mit dem Foxy fertig bin. Ich habe aber hier den ganzen Stall gemistet und gefegt. Dann habe ich die Pipi-Ecke von den Jungs sauber gemacht und den Schlafplatz auch und dann gefegt. Und hinten im Paddock habe ich abgemistet und die Matten auch gefegt und natürlich vorher gemistet. Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt werde ich nämlich den Foxy reiten und dann nehme ich euch hoffentlich gleich ein bisschen mit der Kamera mit. Foxy zum Reiten fertig, aber davon filme ich euch jetzt nichts, denn mein Kameraakku ist nicht mehr ganz so voll und ich möchte euch ja noch was vom Reiten zeigen. Und schon sind wir auf dem Reitplatz. Ich führe den Foxy jetzt was warm und werde ihn dann auch noch im Schritt warm reiten und dann traben, galoppieren, einfach ganz normal durchgymnastizieren und warm machen. Und dann werde ich mich hier an die Übung wagen. Und die werde ich euch dann, wenn mein Kameraakku hält, weitergehen. Und mein Pferd nicht einfach stehen bleibt, werde ich euch abfilmen und dann auch kommentieren. Ich muss gleich nur mal gucken, wo ich die Kamera hinstelle, damit ihr die Übung auch gut sehen könnt. Und wie ist die Motivation heute? Gestern war sie so semi. Heute scheint es ein bisschen besser zu sein. Wir werden sehen. Wie versprochen werde ich euch jetzt meine Übungen mal kommentieren, die ich euch hier abgefilmt habe. Ich habe die Stangen im doppelten Trabstangenabstand oder halt im einfachen Galoppstangenabstand hingelegt, weil dieser Abstand halt sehr gut ist, dass man in allen drei Gangarten drüber gehen kann. Im Schritt mit jeweils drei Tritten, im Trab mit zwei und mit dem Galopp eben mit einem Galoppsprung. Und hier seht ihr mich auch schon, wie ich darüber reite. Jetzt zunächst im Schritt. Da ist mir wichtig, dass der Foxy so ein bisschen hinguckt. Er ist manchmal so ein bisschen ignorant, was die Stangen angeht und senkt den Kopf nicht ganz so sehr, wie man das gerne manchmal hätte auf der Show. Aber wenn er gleichmäßig im Schritt drüber geht und die Füße gut hochhebt und so ein bisschen wenigstens den Kopf senkt, bin ich damit schon zufrieden. Und hier seht ihr auch direkt schon den ersten Bestandteil der Übung. Ich reite geradeaus über die Stangen, dann wende ich ab und reite um die Pylone, quasi eine Dreiviertel rechts wollte in leichter Innenstellung und dann das letzte Viertel nach links weg, wieder zu den Stangen in einer Linksstellung. Also jetzt hier auf der Volt. Okay, bin ich schon mal gesprungen. Jetzt seht ihr mich hier geradeaus über die vier Stangen. Ich habe hier rechts drei Stangen, die etwas dicker sind und vier Stangen hier auf der linken Seite, die etwas dünner sind. Die kann man natürlich dann auch je nach Schwierigkeitsgrad erhöhen. Hier habe ich den Foxy einmal gelobt, weil er das brav gemacht hat. Kann man aber, wie gesagt, dann erhöhen. Man kann auch erst mit ein und zwei Stangen anfangen, je nachdem, wie der Trainingsstand des Pferdes ist. Hier seht ihr jetzt, dass ich eine Linksvolte um die Pylone reite, mit einer leichten Linksstellung. Das ändert sich jetzt hier, indem ich jetzt die Rechtswendung Richtung Stange reite und da eine leichte Rechtsstellung habe. Dann geht es geradeaus über die Stangen. Und dann jetzt auf die Rechtsvolte um die Pylone. Wieder leicht eine Innenstellung, also nur ganz minimal, sodass ich halt das innere Auge sehen kann. Dreiviertelvolte. Und dann, wenn ich jetzt quasi unterhalb von der Pylone bin, stelle ich ein bisschen nach links.
hier mit dem Foxy mache ich das einhändig, weil er das eigentlich schon ganz gut kann. Und ihr seht wirklich, dass ich nur minimal stelle. Also ich möchte da jetzt keine starke Stellung. Das kann man natürlich, wie man möchte, handhaben. Ich habe das jetzt gleich im Trab, habe ich auch ein bisschen mehr Stellung abgefragt. Genau, unwichtig, loben. Loben ist immer ganz wichtig. Aber wo Trab, wir sind jetzt hier auch schon im Trab. Da habe ich die Volte nicht so ganz gut getroffen. Da musste ich mich erstmal so ein bisschen einfinden in der Linienfindung. Hier sieht man halt ganz schön den Wechsel zwischen gebogener Linie und der geraden Linie über den Stangen. Hier habe ich ein bisschen mehr ausgeholt. Das kann man dann auch ganz individuell immer anpassen. Man kann auch, je nachdem, wie schwierig man es machen möchte, die Piloten etwas näher an die Stangen oder etwas weiter weg von den Stangen stellen. Mehr nach innen versetzt oder weniger nach innen versetzt. Aber so war das für mich jetzt eigentlich ein ganz guter Abstand. Und da hat der Fox jetzt echt ganz gut mitgearbeitet, weil genau diese Übung, also die Trabstange im doppelten Abstand, das ist immer so ein bisschen, ja, unser Manko im Trail, weil er da gern mal über den Stangen ein bisschen Körperspannung verliert. Aber da sieht man richtig schön, dass er den Takt gut hält. Da habe ich ihn jetzt auch gelobt, weil er es gut gemacht hat. Und er hat wirklich schön die Füße gehoben, auch wenn ihr das jetzt hier ohne Originalton hört. Er hat sehr wenig geklonkt. Und ich habe ihn da bewusst auch am langen Zügel drüber traben lassen, weil ich wirklich möchte, dass er über den Stangen die Körperspannung selber hält. Danach auf der Volte habe ich ihn mir etwas aufgenommen und gestellt, damit er wieder die Spannung, die er eventuell über den Stangen verloren haben könnte, hier hat er es gut gehalten, wieder zurückbekommt. Aber das muss man halt auch schauen, je nachdem wie das Pferd, in welchem Trainingszustand das Pferd ist, ob es da etwas mehr Unterstützung braucht oder nicht. Da hat er jetzt ein bisschen mit dem Kopf gewackelt. Das hätte man natürlich dann mit Zügelhilfe verhindern können, aber da seht ihr jetzt, bei dem nächsten Jogover macht er das deutlich weniger. Bei ihm weiß ich halt auch, dass er das kann und ich das ruhig von ihm fordern kann, auch ohne Zügelunterstützung. Beim Foxy muss ich halt immer ein bisschen bei solchen Übungen darauf achten, dass er in den Trabvolten auch wirklich seinen Takt hält und dann nicht irgendwie ausfällt oder so ein bisschen passig wird. Aber das hat er an dem Tag, wo ich das aufgenommen habe, gar nicht gemacht und ich war richtig zufrieden. Richtig schön locker, flockig getrabt. Ja, das war die Übung und Galopp war leider mein Kameraakku leer, aber die kann ich euch gerne nochmal filmen und vielleicht habt ihr Lust, die mal nachzureiten. So, mit Handybildern von einem müden Foxy, der sich jetzt eigentlich wälzen sollte, verabschiede ich mich bei euch. Mein Kameraakku ist leider nach der Trabarbeit abgekackt, deswegen konnte ich euch hiervon jetzt nichts im Galopp zeigen. Aber das kann ich ja sonst gerne nochmal machen. Die Übung finde ich nämlich echt ganz gut. Und hauptsächlich ging es mir eh um die Trabübung. Fossi, ne? Weil Trabstangen mit doppeltem Abstand müssen wir echt ein bisschen üben. Naja, ich werde den Foxy jetzt gleich einsammeln. Dann kriegen die Jungs ihr Abendessen. Und ich mache noch den Paddock fertig sauber. Und dann geht es für mich auch nach Hause. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich natürlich auch gerne kostenlos abonnieren. Und hier verlinke ich euch jetzt noch ein letztes Video. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss!